Wollt ihr ein Geheimnis erfahren? Diese Geschichte handelt von der Torheit. Ich kenne die Ereignisse und die Wahrheit, aber das Ende kenne ich nicht. Lasst sie mich erzählen und vielleicht finden wir es gemeinsam heraus. Und Gefälligkeiten. Alles ist vorbereitet. Ferelden wird lernen, dass Orlais das Spiel beherrscht. Aber nach unseren Aufträgen und einer persönlichen Angelegenheit gehört der Rest danach dir. Bist du dem gewachsen, meine Schöne? Du weißt, ich bin zu allem bereit. Ja, das bist du. Dank mir. Ich beobachte dich. Enttäusch mich nicht. Ich liebe es, wie sie geht. Da geht mir der Stein auf. Bitte. Wir haben einen weiten Weg hinter uns. Erfüllen wir unseren Auftrag. Die Kunden wollen ein wenig Diebstahl. Beleidigungen. Und einen Schuss Rache. Augen auf. Wir kennen unsere Ziele. Suchen wir sie. Die Waren, nach denen wir suchen, werden in diesem Viertel gelagert. Warten nur auf einen Vorwand, um ihre Klingen ziehen zu können. Da ist ja unser Adliger. Ich wusste, dass irgendetwas faul ist. Lasst sie nicht in...
meine Nähe. Gleich. Zu niveaulos, ihn zusammenzuschlagen? Das Einzige, was Adeligen wirklich wehtut, ist, wenn man auf ihrem Ruf herumtrappelt. Natürlich. Wir sollen ihn seiner Würde berauben, nicht seiner Sachen. Wenn wir sie an einem amüsanten Ort... Nicht fertig, könnt ihr hinterher! Hinter uns her. Sehr schön. Immer her mit ihnen. Kriegst du denn nie genug? Nein. Herausragende Importwaren. Der Mann ist wirklich von sich überzeugt. Oh, das ist Totenschmuck. Wird erledigt. Feinste Kleidung? Dieser Sir Wally war eindeutig noch nie in Orlais. Da wird er einiges zu erklären haben. Suchen wir nach einem besseren Verwendungszweck für sie. Es ist nicht ganz so hübsch, wie ich es in Erinnerung hatte. Vielleicht fällt uns für die... Dann sehen wir uns die herausragenden Importwaren doch nochmal an. Renwolds Reliquien. Als hätte er sie gefunden. Das sind ja unsere Schmuckstücke aus dem Norden. Ich bin gespannt, wie er erklären will, was sie in seinem Laden machen. Klingt, als hätte Marjolaine ihr Ziel gefunden. Der arme Bastard. Dann sehen wir uns die herausragenden Importwaren doch nochmal an. Ich bezweifle, dass er noch viel Zeit für Erklärungen haben wird. Das arme Denerim wird im Chaos versinken, wenn der Markt öffnet und sich alle gegenseitig des Diebstahls bezichtigen. Die Kerle sind ein leichtes Ziel. Ist eine Art Lager. Eine Gemeinschaft von Magiern. Wusstest du davon, Sketch? Sie sind bedeutungslos. Meistens jedenfalls. Dann wird es ja auch niemanden stören, wenn wir den Hinweisen folgen und uns bedienen. Oh! Ja.
Ja, gleich. Tief und dunkel. Wie viele Münzen wohl schon für alle Zeiten darin verschwunden sind. Das übliche Mitleidsgejammer. Diese Anschlagstafel braucht ein wenig Auffrischung. Das müsste reichen. Das ist wohl nicht die Art von Spende, die die guten Schwestern erwartet hätten. Stellt euch nur mal vor, wie das aussieht, wenn der Morgentau darauf liegt. Einfach darauf.